und schön, dass ihr einschaltet zu Tag 11 unseres Medleys. Ich möchte mich vorab schon mal für den Hintergrund und hier alles entschuldigen. Ich habe es nur leider nicht geschafft, meine weiteren Videos jetzt bis Mittwoch vorzudrehen. Deswegen machen wir das jetzt aktuell gerade in Emden. Also ich bin jetzt gerade von Osnabrück nach Emden gefahren, bin jetzt hier direkt angekommen und habe direkt erstmal alles aufgebaut und werde jetzt hier für euch Teil 11 filmen und direkt schneiden, damit ihr den auch heute habt und nicht drauf verzichten müsst. Und ich kriege es jetzt halt eben mit dem Hintergrund nicht hin, ich kann es nicht ändern. Also ich habe jetzt hier keine schönen Gestecke oder sowas. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Machen wir heute weiter mit Reihe 11. Wir machen heute auch was Neues und machen nicht weiter mit wie bisher. Ihr beginnt erstmal mit 4 Luftmaschen. 2 Stäbchen in den einer Luftmaschenbogen. Dann macht ihr eine Luftmasche und macht 3 Stäbchen in den Luftmaschenbogen der Vorrunde. Eine Luftmasche und macht jetzt in jeden einzelnen Bogen, den ihr vorher von der Netzkante gemacht habt, ihr macht jetzt in jeden Bogen der Vorrunde 3 Stäbchen, macht eine Luftmasche, macht wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter und so fort, bis ihr vorne an der Mitte angekommen seid. Hier ist jetzt der letzte Bogen vor der Luft, vor der Mitte. Da macht ihr auch 3 Stäbchen rein. Dann macht ihr eine Luftmasche. Und ein Stäbchen in das Stäbchen vor der Mitte. Macht 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Mitte. Macht ein Stäbchen wieder in das Stäbchen der, also das erste Stäbchen diesmal vor der Mitte, weil wir denken jetzt ja rückwärts, und haben dadurch quasi dasselbe Bild geschaffen. Also ihr habt hier diese 3 Stäbchengrüppchen und habt das in der Mitte jetzt auch und habt dann einfach nur hier eure Luftmasche für die Mitte und geht so jetzt wieder zurück. Das heißt, ihr macht nach dem Stäbchen eine Luftmasche und macht dann wieder 3 Stäbchen eine Luftmasche bis vorne vor. Also in die Bögen der Vorreihe, ne? Ja, und was gibt's sonst bei euch so Neues? Ich habe mir ein Feedback bekommen, dass es ganz schön wäre, wenn ich die Sequenzen nicht schneller mache, während ich die Runden häkel, weil
man da nicht auf Pause drücken muss, was auch irgendwie sinnvoll ist für diejenigen, die halt mit mir zusammen quasi häkeln. Ist das natürlich blöd, wenn ich das schneller mache, weil niemand kann so schnell häkeln. Zumindest ist mir niemand bekannt, der so schnell häkeln kann. Ja, deswegen muss ich mir jetzt irgendwie ein bisschen was überlegen, dass es jetzt nicht ganz so still ist, ne? Weil ich glaube, die ganze Zeit meine Musik hören ist jetzt auch nicht so der Burner. Ich muss irgendwas erzählen. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Nächste Woche ist schon Weihnachten. Irgendwie, also übernächste Woche, bin ich da noch gar nicht so drauf vorbereitet. Ich habe vor allen Dingen meine Handarbeitsgeschenke alle noch nicht fertig. Mein Bruder hat jetzt nächste Woche noch Geburtstag, der kriegt noch was von mir. Das habe ich noch nicht mal fertig, also halt am 19. Und dann muss ich noch ein paar Socken stricken und noch zweimal Handstulpen und yeah. Ich muss aber auch noch eine Hausarbeit schreiben und abgeben und eine Einleitung für eine Hausarbeit schreiben und abgeben. Also ja, besinnliche Weihnachtszeit, ne? So, ich bin jetzt bei dem letzten Dreier-Luftmaschenbogen vor dem Ende angekommen. Und da macht ihr weiter mit drei Stäbchen, also die macht ihr hier auch noch rein. Eine Luftmasche. Und macht dann wie gewohnt in die Mitte, also ich sag mal in die Mitte, also ins Ende hier. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in die letzte Masche der Vorrunde. So. So, und damit erkennt man jetzt auch hier schon relativ schön die Netzkante. Also die wird sich später noch ein bisschen schöner ausarbeiten. Und hier die Reihe, die haben wir jetzt quasi geschaffen, gerade wieder in unsere Mitte. Und dann hier wieder zurück. Und damit endet heute auch schon Teil 11. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann!